Moin Leute, im heutigen Video möchte ich ein wenig an das Video von letzter Woche anschließen. Es geht wieder um Automatisierung und ich möchte dir zeigen, wie du Aktionen als auch Komplikationen auf deiner Apple Watch einrichtest. Mit den Aktionen kannst du über ein Ereignis Automatisierungen in Home Assistant triggern und über Komplikationen kannst du dir zum Beispiel Sensorinformationen auf deinem Watchface, also dem Ziffernblatt von der Apple Watch, anzeigen lassen. Und das ist wirklich eine coole Geschichte. Wenn du daran Interesse hast, bleib dran. Nach einem kurzen Intro geht's hier los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Bevor wir heute in die Details einsteigen, vorab auch schon mal das Ergebnis von den Dingen, die ich dir heute vorstellen werde. Auf der linken Seite siehst du jetzt mein aktuelles Ziffernblatt. Das ist ein Ziffernblatt vom Typ Modular. Und an der Stelle möchte ich auch direkt den Hinweis einwerfen, dass die Auswahl an Ziffernblättern, die du verwenden kannst, mit Komplikationen, mit eigenen Komplikationen verwenden kannst, sehr eingeschränkt ist. Dazu aber später noch ein paar mehr Informationen. Aber das Modularziffernblatt funktioniert auf jeden Fall. Und im unteren Bereich ist jetzt im Prinzip alles mit Home Assistant Informationen belegt. Allen voran jetzt auf der linken Seite, im linken unteren Bereich eine Komplikation. Das ist im Prinzip eine Sensorinformation von meiner PV-Anlage, die einfach anzeigt, was jetzt der heutige PV-Ertrag war. Das jetzt heute ziemlich grau war, ist ja auch ziemlich mau. Aber hier an der Stelle kannst du auf jeden Fall die Sensorinformationen anzeigen lassen. Das finde ich ziemlich cool. In der Mitte habe ich mir dann den Assist Smart Button draufgelegt. Damit kann ich dann direkt die Sprachsteuerung von Home Assistant aufrufen. Und auf der rechten Seite ist dann die Companion App. Da habe ich mir ein paar Schalter draufgelegt, mit denen ich dann Automationen triggern kann. Und jetzt hier in der iOS- oder Apple-Sprache sind das auch Aktionen. Und da werde ich dir zeigen, wie du dir einrichtest, sodass du das genauso auch im Prinzip dann nachstellen kannst. Denn auf der rechten Seite siehst du die Companion-App von Home Assistant von der Apple Watch. Und da habe ich mir jetzt drei Schalter-Automatisierungen draufgelegt, die ich häufiger verwende, die ich auch immer dann mal brauche, wenn ich jetzt kein Smartphone zur Hand habe. Fand ich jetzt ganz praktisch. Und wie die Namen ja sagen, das eine sind Drucker an- und auszuschalten und eben Garage auf und zu, um hier das Tor zu steuern. Dann, wie du das entsprechend jetzt konfigurierst, das zeige ich dir dann in den nächsten Abschnitten. Starten möchte ich jetzt mit einer Aktion und um diese erstellen zu können, musst du die Companion-App zur Hand nehmen. Ich habe das jetzt schon mal im Hintergrund aufgerufen. Wir gehen also hier in den Einstellungen in den Bereich Begleit-App und dann hast du hier etwas weiter unten das Menü Aktionen. Und wenn ich das jetzt aufrufe, findest du ganz oben die Aktion, die ich dir jetzt vorstellen werde. Dann siehst du direkt darunter ein Menü, was sich nennt synchronisierte Aktionen. Wo liegt jetzt der Unterschied? Die Aktion, die ich dir jetzt vorstellen werde, die ist jetzt für mich, für meinen User eingerichtet, da ich das direkt hier über das Smartphone mache. Da hätte jetzt jemand anderes aus deinem Haushalt quasi keinen Zugriff drauf. Wenn du also Aktionen erstellen möchtest, die theoretisch für alle Benutzer in deinem Haushalt verfügbar sind, die auf Home Assistant zugreifen, dann müsstest du dir eine synchronisierte Aktion erstellen oder synchronisierte Aktionen, je nachdem, wie viel du halt anlegst. Das würdest du dann in einer YAML-Konfiguration machen und müsstest in Home Assistant noch ein paar Anpassungen vornehmen. Wenn du daran Interesse hast, dann empfehle ich dir gerne mal meinen Videokurs. Da habe ich das exklusiv jetzt vorgestellt, wie das funktioniert. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich entsprechend hier unterstützt. Aber ist natürlich kein Muss. Das funktioniert genauso mit einer Aktion, die du jetzt hier halt auf deinem Smartphone definierst. Aber wie gesagt, die Limitierung ist, dass sie nicht für alle Benutzer in deinem Haushalt verfügbar ist. Gut, dann schauen wir uns mal die Details der Aktion an. Und wenn ich die jetzt öffne, die Einstellungen, dann wird als allererstes der Name festgelegt. Das ist auch schon mal sehr wichtig, weil der Name, den du hier festlegst, das ist auch später der Name, den du in deinem Ereignistrigger verwendest, den dann im Prinzip Home Assistant auswertet. Und ja, der ist eben sehr wichtig und muss dann auch eindeutig sein. Also eindeutig im Sinne von, das, was du hier reinschreibst, musst du auch später dann in den Ereignistrigger reinschreiben. Und dann wählst du das Zielsystem aus, was das Ereignis auswerten soll. Wenn du halt nur ein System hast, klar, dann hast du hier keine Auswahl. In dem Fall habe ich jetzt halt hier drei Systeme und dann wähle ich hier mein Prozesssystem aus. Und die Einstellungen, die dann später folgen, wie zum Beispiel hier, dass du nochmal einen separaten Text vergeben kannst. Also es ist dann der Name, den du in der Companion-App auf der Apple Watch siehst. Das machst du dann hier im Bereich Text. Und der Rest ist wirklich erstmal dann Design. Also kannst du die Textfarbe festlegen, du kannst die Hintergrundfarbe festlegen und kannst dann die Symbolfarbe festlegen. Das sind erstmal so die grundlegenden Einstellungen, die du dann hier vornimmst. Du bekommst dann auch direkt eine Vorschau, wie dann das Ganze sich farblich darstellt. Und das war es dann auch schon hier in dem Teil. Mehr ist erstmal nicht zu tun. Dann klickst du hier auf Sichern und hast schon mal im Prinzip die Aktion definiert. Und damit dann auch in Home Assistant daraus eine Automation getriggert wird,
zeige ich dir jetzt, was du in Home Assistant dann für Einstellungen vornimmst. Ja, ich habe dann jetzt hier die Automatisierung aufgerufen, die jetzt entsprechend, wenn dieses Ereignis erkannt wird von Home Assistant als Auslöser, dann auch eine Aktion oder Aktionen ausführen soll. Und damit das eben passiert, legst du einen Auslöser vom Typ Ereignis fest, also einen Ereignisauslöser, und füllst das Ganze dann aus. Und was kommt hier dann rein? Das ist dann zum einen der Zuhörer, das wäre hier iOS Action Fired. Und als Ereignisdaten kommt dann der Name rein, den du in der Apple Watch oder in der Companion App so eben für diese Aktion festgelegt hast. Und das war ja dann Drucker. Und das ist eben wichtig, dass das zusammenpasst, dass der Name, so wie du ihn für deine Aktion in der Companion App festgelegt hast, dann auch hier der Action Name ist. Und dann hast du erstmal den Trigger quasi definiert. Und jedes Mal, wenn jetzt Home Assistant dieses Ereignis erkennt, dann werden eben die Aktionen, die du hier definierst, ausgeführt, also deine Automatisierung ausgeführt. Und normalerweise ist das so, wenn du jetzt Dinge testen möchtest, dann könntest du das zum Beispiel hier über Ausführen tun. Solch einen Schalter hast du allerdings nicht, wenn du hier mal im Kontextmenü bei den Auslösern schaust. Also hier hast du jetzt keine Möglichkeit, dieses Ereignis zu triggern, damit du dennoch testen kannst, dass dein Trigger funktioniert, also dein Auslöser, könntest du in die Entwicklerwerkzeuge gehen. Und dann hast du hier auf der rechten Seite alle aktiven Zuhörer. Und da hast du auch einen Eintrag, der sich dann hier nennt iOS Action Fired, also der Ereignistyp, den wir hier in der Automatisierung dann noch angegeben haben. Und wenn du diesen dann auswählst, also hier iOS Action Fired, dann hast du die Möglichkeit, dann auch hier die Ereignisdaten einzugeben, nämlich Action Name, Doppelpunkt Drucker. Und wenn du dann hier auf Ereignis auslösen klickst, dann sollte entsprechend deine Automatisierung ausgelöst werden, also die Aktionen ausgeführt werden. Und somit kannst du dann auch testen, ob dein Ereignis, so wie du das angelegt hast, funktioniert. Ja, dann nochmal zurück in die Automatisierung. Da wird ja auch etwas ausgeführt. Ich mache das Ganze hier nochmal zu, damit es etwas übersichtlicher wird. Das mache ich raus, das Ereignis. Das war nur zum Zeigen. Ja, dann habe ich eben ein paar Aktionen festgelegt, nämlich, dass hier dann ein Switchbot geschaltet werden soll, der dann meinen Drucker anschaltet. Und das ist dann hier ein Schalter, ein Dienst vom Typ Schalter, und der schaltet dann um. Also macht entweder an oder aus. Und im Weiteren lasse ich mir dann noch eine Nachricht schicken. Also im Prinzip, wenn dann erkannt wurde, dass hier der Status des Schalters Bot-Drucker sich ändert, dann lasse ich mir hier nochmal eine Benachrichtigung aufs Handy schicken, dass der Drucker eingeschaltet ist, sodass ich dann noch weiß, okay, ich kann halt meinen Druckauftrag absenden. Und hin und wieder kommt es halt vor, oder war es halt so in der Vergangenheit, dass ich dann auch vergessen habe, den Drucker wieder auszuschalten. Und damit das nicht mehr passiert, ja, hast du ja auch mehrere Optionen, kannst dich daran erinnern lassen, kannst den Drucker automatisch ausschalten lassen. Und wenn ich jetzt halt den Drucker ausschalte, dann lasse ich mir auch nochmal eine Nachricht schicken, die dann eben auch schaut, okay, wenn der Status von dem Switchbot auf aus geht, dann sollte eben auch wieder eine Benachrichtigung geschickt werden hier aufs Smartphone, dass der Drucker ausgeschaltet ist. Und das ist mir dahingehend auch wichtig, dass mein Drucker ziemlich schnell in den Schlafmodus geht. Und damit der dann tatsächlich ausgeschaltet wird, muss im Prinzip der Switchbot zweimal auf den Power-Knopf drücken, nämlich einmal, um den Drucker wieder aufzuwecken, und das zweite Mal, damit er auch tatsächlich ausgeschaltet wird. Und für mich ist das dann einfach eine Art Bestätigung. Das heißt, wenn ich hier meine Meldung bekomme, dass der Drucker ausgeschaltet ist, dann weiß ich auch definitiv, dass der aus ist. Und falls diese Meldung halt eben nicht kommt, weiß ich, okay, der Drucker war eben erstmal im Schlafmodus und muss aufgeweckt werden. Und wenn ich dann eben das Ganze hier ein zweites Mal ausführe, also den Toggle einfach nochmal hier dann über die Apple Watch dann trigger, also den Schalter umlege und das Ereignis eben nochmal hier die Automatisierung triggert, dann sollte auch der Drucker ausgeschaltet werden. Als nächstes soll es dann nun um Komplikationen gehen, also die grafischen Elemente. Ich finde ja den Begriff leider ein bisschen unglücklich hier von Apple. Komplikation, das klingt irgendwie kompliziert, ja, irgendwie ist es das auch so ein bisschen, aber in dem Fall sind es ja die kleinen grafischen Elemente, die du dir auf deinem Ziffernblatt einblenden lassen kannst, in der Regel halt in den Ecken vom Ziffernblatt oder auch in der Mitte vom Ziffernblatt, um dir Informationen anzeigen zu lassen. Und das geht auch mit Sensordaten von Home System, wie zum Beispiel hier in meinem Fall von der PV-Anlage oder vielleicht Stromverbrauch, was auch immer. Und das richten wir jetzt auch über die Begleit-App ein. Wir öffnen dann also hier die Begleit-App, und im Bereich der Apple Watch hast du hier die Möglichkeit, über Hinzufügen rechts oben dann eine neue Komplikation anzulegen. Ich möchte das Ganze jetzt mal an meinem vorhandenen Beispiel zeigen, aber du wirst das auf jeden Fall nachvollziehen können, wenn du dir dann auch deine eigene Komplikation erstellen möchtest. Also ich rufe die mal auf, das ist dann die hier, kreisförmig, Grafik,
Und als allererstes vergibst du dann einen Namen. Das ist dann der Name, den du später, wenn du in deinem Ziffernblatt Komplikationen hinzufügen möchtest, der dir da als Name angezeigt wird. Als nächstes wählst du dann wieder den Server aus, von dem du die Daten abrufen möchtest und wählst dann die Vorlage aus. Hier musst du mal so ein bisschen rumprobieren, was dir da gefällt als Vorlage. Ich habe jetzt hier die offene Anzeige gewählt. Da ist ja dann der Ring etwas offen nach unten. Aber ja, kannst du dir auch einen geschlossenen Ring nehmen. Da musst du eben mal schauen, was dir gefällt optisch. Und dementsprechend geht es dann auch hier weiter mit auch Anzeigen, wenn dann das Ganze gesperrt ist, also wenn deine Apple Watch gesperrt ist, dass du die Daten dann siehst. Und dann kommt eben der wichtigste Part, dass du dir entsprechend den YAML-Code hier einsetzt von dem Sensor, den du auswerten möchtest. Und den YAML-Code, den kannst du dir zuvor in Home Assistant entsprechend zusammenbauen, sodass du den hier nur reinfügen musst und bekommst auch direkt das Ergebnis angezeigt von dem Status oder von dem Wert des Sensors. Denn wie kannst du das Ganze dann in Home Assistant tun? Dazu könntest du die Entwicklerwerkzeuge bemühen und zwar hier im Register Template. Und wenn du dann das Demo mal zurücksetzt, also rauslöschst, dann kannst du dir entsprechend hier mal einen Status zusammenbauen. Es ist recht einfach, also hier States und dann innerhalb der Klammern kommt dann der Sensorname. Und dann bekommst du auch hier direkt das Ergebnis angezeigt, nämlich 0,7. Heute war der PV-Ertrag ziemlich schlecht, war ziemlich grau wieder. Von daher ist das aber der Wert, den jetzt hier der Sensor dann bereithält. Was noch wichtig ist, dass du die Zahl entsprechend rundest, denn du könntest Probleme bekommen beim Auswerten der Informationen, wenn du das Ganze jetzt in die Komplikation auf der Apple Watch einsetzt. Manchmal gibt es da eine Fehlermeldung, dass irgendwie die Zahl zu groß ist, zu lang ist. Von daher musst du immer so gerundet sein, dass Apple die auch entsprechend verarbeiten kann. Also Runden kann schon ein Thema werden und dann, wenn der YAML-Code hier oder generell der Code funktioniert von dem Sensor, dann kopierst du dir das einfach und setzt das in die Komplikation der Apple Watch dann ein. Und wenn wir dann ein bisschen weiter runter scrollen, dann kannst du noch ein paar Einstellungen vornehmen. In dem Fall hier beim Typ hast du keine Möglichkeit, das zu ändern, denn das ist ja jetzt eine Vorlage vom Typ offen. Aber du könntest nochmal den Stil ändern, füllen oder ringen und hast dann im Weiteren nochmal die Möglichkeit, hier ein Symbol festzulegen. Da ist die Auswahlliste ziemlich groß. Da musst du dich wirklich mal durchklicken oder anhand der Namen halt dir mal ein paar Symbole anzeigen lassen, was dann eben passen könnte. Ich habe jetzt hier eins gefunden, was eben ganz gut passt zur PV-Thematik. Und wenn du dann soweit durch bist, kannst du hier auch nochmal die Farbe dann festlegen, wie das Ganze dann eben optisch aussehen soll. Da einfach ein bisschen rumspielen. Und zum Schluss, wenn du alle Einstellungen vorgenommen hast, klickst du dann entsprechend auf Sichern. Und dann solltest du innerhalb von deinem Ziffernblatt das Ganze zur Auswahl bekommen. Und das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, jetzt ist es dann leider so, dass du wirklich nur eine sehr limitierte Auswahl an Ziffernblättern hast, die dann auch eigene Komplikationen verarbeiten können. Und wie erkennst du, ob das ein geeignetes Ziffernblatt ist? Und das siehst du, wenn du ein Ziffernblatt aufmachst und dann halt hier in den Bereich der Komplikationen gehst, wo du dann die entsprechende Komplikation ausruhen kannst. Und ich scrolle jetzt hier mal Richtung Home Assistant. Und da wirst du sehen, dass wir hier jetzt nur Home Assistant zur Auswahl haben, also den Platzhalter. Das ist im Prinzip der Platzhalter für die Companion App. Und du hast hier nicht die eben von uns erstellte oder die erstellte Komplikation mit dem Namen PV. Sonst würdest du das hier in der Liste sehen unterhalb von Home Assistant. Und um dir mal zu zeigen, wie es dann aussieht, gehe ich mal in das aktuelle Ziffernblatt von mir. Und zwar, wo habe ich es? Meine Watch. Gehe ich mal hier drauf und im Bereich der Komplikationen und dann hier auf die unten links siehst du dann, dass du dann in der Liste eben auch PV stehen hast, nämlich oder die Komplikationen, die du angelegt hast, die könntest du dann hier entsprechend auswählen und das ist für dich dann eben der Indikator, okay, ist das ein Ziffernblatt, was die Komplikation dann eben darstellen kann oder nicht. Das soll es dann soweit gewesen sein für das heutige Video. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob ich mehr Videos zum Thema Apple, Mac und iOS erstellen soll. Da finde ich, gibt es relativ wenig auf YouTube. Das war auch jetzt für mich so ein bisschen die Motivation zu sagen, okay, ich versuche da mal ein bisschen mehr einzusteigen. Insbesondere auch deswegen, weil Nabucasa, also ja, das Unternehmen hinter Home Assistant, jetzt einen expliziten Entwickler eingestellt hat, der die ganzen Themen rund um Apple weiter vorantreiben soll. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da im Laufe des Jahres auch immer wieder mal ein paar Fortschritte sehen werden, ein paar Neuerungen sehen werden. Und darüber würde ich halt gerne Videos machen, insofern du Interesse daran hast. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das Video positiv bewertest, damit auch andere YouTube-Interessierte auf dieses Video aufmerksam gemacht werden. Falls du hier neu sein solltest auf meinem Kanal, solche noch andere Smart Home Videos in der Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da, aktiviere dann auch die Glocke, weil dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Das passiert in der Regel einmal in der Woche.
Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dann wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.